Ich bin Alia. Hallo, ich bin Marie-Sophie und wir sind aus der 7. Klasse. Und ich bin Luis, aus der 13. Heute stellen wir euch unsere Schule vor. Die Bertolt-Brecht-Oberschule. So sieht unser Klassenraum aus, wie fast jeder andere. Wir haben uns für diese Schule entschieden, weil wir sehr viele gute Sachen gehört haben. Und die Lehrer und Lehrerinnen sind sehr nett und hilfsbereit. Ich war vorher auf einem Gymnasium und wollte 13 Jahre haben. Und mit den Lehrern, die sehr zuvorkommend, helfend und freundlich sind, wird mir das Abitur auch sehr gut gelingen. Wir sind jetzt in einem der zwei Musikräume. Hier lernt man zum Beispiel Keyboard, Schlagzeug oder auch Gitarre. Ich selber bin in der Musikprofilklasse und ich finde es cool, wenn wir hier sind, denn es macht Spaß, hier Keyboard zu spielen. Momentan befinden wir uns im Englisch, im Sprachenbereich. Und dort, ab der 7. Klasse, kann man dann Spanisch, Französisch und Englisch lernen. Dies ist Frau Horschig, zum Beispiel meine Englischlehrerin. Sie unterrichtet Mathe und Englisch im Leistungskurs und Grundkurs. Hello everybody! Das ist unsere wunderschöne Bibliothek. Wir kennen sie leider selber noch nicht so gut, da es gerade die Corona-Pandemie ist. Und wir gucken uns sie trotzdem jetzt mal an. Man sieht hier Bücher, wo man ein Buch lesen kann. Ich suche mir auch eins aus. Lass mal gucken. Ich bin Harry Potter Fan. So, wir befinden uns jetzt hier momentan im WAT-Bereich. Da zum Beispiel steht Herr Hornig. Ja, herzlich willkommen hier in der Holzwerkstatt. Die Holzwerkstatt ist eine von 5 Werkstätten, die wir hier zur Verfügung haben. Wir haben zudem noch eine Elektronikwerkstatt, in der ein 3D-Drucker, eine CNC-Maschine. Es wird dort gelötet und es werden auch wieder Projekte hergestellt. Dann haben wir dazu noch eine Metallwerkstatt, wieder Projekte herstellen, die aus Metall bestehen, zum Beispiel einen kleinen Handyhalter bauen. Dann gibt es eine Textilwerkstatt, in der Nähmaschinen stehen auch und eine Lehrküche. Hier sind wir im Naturwissenschaftenbereich. Hier sind sehr viele Modelle, wie zum Beispiel die Zellen. Zum Beispiel das sind hier 2 Tierzellen. Zum Beispiel wenn man jetzt über einer Zelle eine Klassenarbeit schreibt, kann man so besser üben, weil die Bestandteile vergrößert sind. Der Nachteil ist aber, dass das ziemlich lange braucht, um das aufzubauen. Temporäre Lerngruppe. Das ist ein zusätzliches Angebot für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderstatus Lernen und emotional-soziale Entwicklung. Also Frieda ist ja ein sehr süßer Hund und wenn zum Beispiel jemand Stress hat oder traurig ist und dann Frieda da ist, dann geht es ihm schon wieder. Danke. So, wir befinden uns jetzt im AOB. Der AOB ist der Bereich, wo die Schülerinnen und Schüler hinkommen, wenn sie keinen Unterricht haben, also Ausfall, und wenn sie Probleme haben mit den Lehrern zu Hause oder mit anderen Schülern. So, wir befinden uns jetzt hier in der Sporthalle. Wie man sieht, ist hier schon einiges aufgebaut. Und hier haben wir meinen Sportlehrer, Herr Oermann. Hallo Luis.
Also wir befinden uns jetzt in unserer großen Halle, das ist unsere Dreifeldhalle. Also zusätzlich zu unseren beiden Hallen haben wir vor der Tür draußen auch einen großen Leichtathletikplatz. Jetzt könnte Louis mal einen Schwenk nach drüben machen. Ja. Wir haben Ringen und Raufen für die Mittelstufenschüler und daraus entwickeln wir dann später in der Oberstufe auch Judo als Grundkurs. Darüber hinaus, wenn wir auch noch einen kleinen Schwenk machen, bieten wir in den Wahlpflichtkursen Tennis an, in dem Fall Kleinfeldtennis, um uns erstmal dran zu gewöhnen. Noch über die normalen Sportarten hinaus bieten wir an unserer Schule noch Rudern an und Kanu. Das ist aber außerhalb, das ist ein Wassersportzentrum. Als weiteres i-Tüpfelchen können bei uns die Schüler an einer Skifahrt teilnehmen, das als Anfänger oder Fortgeschrittene. Wir fahren dann einmal im Jahr nach Österreich, nach Saalbach-Hinterklemm. Ja, dieses Jahr Corona bedingt nicht, ansonsten doch immer gerne. So, wir befinden uns jetzt hier vor der Aula und hier finden nicht nur Konferenzen und viele andere Dinge statt, sondern auch das Fach DS, also das darstellende Spiel. Das war's und wir verabschieden uns von euch. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, bewerbt euch. Wir freuen uns auf neue Gesichter. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, der Rundgang hat euch sehr viel Freude bereitet. Und ich bin sehr froh, dass wir seit dem letzten Jahr sogar Botschafterschule des Europäischen Parlaments geworden sind, sodass ich mich sehr freue, wenn ihr im nächsten Schuljahr Schülerinnen und Schüler dieser Schule werdet.